Ich weiß auch nicht genau, wie das ist mit den Jahreszeiten und wie lange das dauert, bis ein Jahr um ist. Ich glaube, das geht schneller, wenn man schläft, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Und es gibt ja bei den Betten auch immer die Option, bis zur nächsten Jahreszeit zu schlafen. Also praktisch so einen Winterschlaf zu halten oder sowas in der Art. Das ist genau mein Ding. Das heißt, und herzlich willkommen zu Medieval Dynasty. In unserem kleinen Dörfchen hier, ich denke, das nennen wir wieder Nychopia, wie wär's? Und wir sind noch ganz an den Anfängen. Wir haben jetzt zwei kleine Häuser. Heute machen wir so ein bisschen weiter. Ich denke, es geht so ein bisschen in die Lagergeschichte. Wir können ja jetzt, glaube ich, ein Lager bauen. Und wir werden so ein bisschen anfangen zu jagen. Wir haben ja schon mal so einen Hasen gejagt. Wir brauchen aber mehr zu essen. Das heißt, wir müssen uns an die größeren Tiere so ein bisschen ranwagen und es gibt auch eine Jagdhütte. Die haben wir jetzt auch freigeschaltet. Das ist die Jagdhütte. Kostet 6 Holzstämme und da müssen wir die wahrscheinlich noch irgendwie basteln. Also da werden wir uns dran machen und ja, mal gucken, was wir heute noch so schaffen. Super, super spannend und ich finde die Location einfach so mega schön hier am Fluss. Ist ja kein See, ist ein Fluss, ne? Super breiter Fluss und das ist einfach total schön hier. Gefällt mir mega gut. Mit schönen Wäldern rundherum, wo lecker Essen rumläuft. Ich denke, wir starten jetzt erstmal mit Jagen. Und dann fangen wir hier an, so eine Jägerhütte zu bauen. Hier gibt es auch irgendwie zwei Wege. Ne? Also das ist hier einmal der hier und bei uns unten mitten durchs Dorf geht dann noch dieser Weg. Das heißt, wir haben dann zwei große Wege quer durchs Dorf. Das ist, glaube ich, auch ganz cool. Dann sind wir auf jeden Fall gut angebunden. Ich weiß nicht, warum die hier so parallel verlaufen. Aber wir können ja mal aufs Schild gucken, wo die eigentlich hinführen, ne? Nicht, dass uns das viel sagen würde, aber ich habe ja eh keine Ahnung, was das für Dörfer sind. Wir waren bis jetzt erst in einem. Also hier geht's nach Denika, ne? Und nach Rolnika. Das geht, glaube ich, über den Fluss rüber nach Rolnika, ne? Genau, also Denika ist hier und Rolnika ist da oben. Da sind wir schon mal bis hier hochgelaufen, ne? Sind dann hier zurück. Also die müssen wir uns dann mal angucken, die Dörfer. Da habe ich eh irgendeine Quest. Wir haben eh total viele Quests. Das Questen finde ich halt nicht so spannend. Also das mache ich dann meistens so ein bisschen für mich alleine und klicke mich dann durch die Texte durch. Das haben wir ja schon so ein bisschen gemacht. Das kennt ihr ja eigentlich schon. Und dementsprechend gibt es halt super viele Quests zu machen. Wir schleichen jetzt mal in die Wälder rein. Und die ganzen Baumstümpfe nehmen wir später auch mal mit. Da vorne ist ein Tier. Das ist gut. Das hier ist Beeren. Die sind giftig. Die brauchen wir eigentlich eh nicht. Aber man kriegt gleich 5 Stück, wenn man einmal welche pflückt, ne? Ich denke, die müsste man in irgendeine Suppe kochen oder Marmelade draus machen oder so. Dann sind die auch nicht mehr giftig wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Okay. Ich habe auch schon so ein paar Speere gecraftet. Ich denke, wir versuchen jetzt nochmal so einen Hirsch oder sowas zu jagen. Was ist mit dem Reh? Das schaffen wir, oder? Das kann ja nicht so schwer sein. Wir versuchen das jetzt nochmal. Oh. Das hat's gemerkt. Erstmal warten, bis die stillstehen. Wo ist er denn hin? Stock? Wo ist denn mein Speer hin? Stock? Ach, hier. Bisschen höher. Wir können ja auch den Hirsch nehmen. Der hat ein cooles Geweih, ne? Ich weiß nicht, ob die Elche so ein bisschen unentspannt sind. Also da müssen wir vorsichtig sein. So. Das war daneben. Okay, also der rennt jetzt weg und wir müssen ein Auge auf den haben. Das ist mein Speer, ne? Da vorne läuft er. Seht ihr ihn? Okay. Wir gucken mal, dass der so ein bisschen in die Ebene läuft und nicht in den Wald, weil auf der Ebene finden wir ihn wieder. Der ist jetzt, glaube ich, verwundet. Aber der läuft noch ziemlich schnell. Oh nee, der rennt da vorne in den Wald. Wo will der hin? Oh oh. Also die Jagd ist mega spannend hier. Wo ist er? Da unten. Ja, der läuft zu uns nach Hause. Das ist ja perfekt. Der kann sich direkt aufs Lagerfeuer legen. Ist er das? Erwischt! Ich weiß nicht, ob er das ist. Jetzt haben wir hier so eine Blutspur, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir die verfolgen können. Wir brauchen wieder neue Speere. Ich glaube, dass das wieder ein anderer ist. Ich habe keine Ahnung. Jagd ist nicht so einfach. Wir brauchen, glaube ich, schon irgendwie so Fallen oder sowas, die uns so ein bisschen unterstützen. Oder man muss irgendwie ganz schnell zweimal nacheinander Speere werfen oder dreimal. Ich weiß nicht, wie viele Speere es braucht. Bis so ein Hirsch aufgibt. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, dass die sehr ausdauernd laufen können. Mit R können wir, glaube ich, hier einmal komplett alle Stämme durchcraften. Dann haben wir 3 Speere.
Und dann versuchen wir das nochmal, ne? Ich glaube, so ein Hirsch macht uns satt. Aber das müssen wir erstmal ausprobieren. Vielleicht bringt der auch nicht so viel. Also so ein Hase, wir brauchen ja 5 Hasen oder so, um satt zu werden. Mindestens. So, dann gehen wir mal wieder hier rüber. Ich lasse die jetzt immer weglaufen und ich glaube, die beruhigen sich erst, wenn die irgendwie so komplett aus der Range raus sind. Vorher ist da nicht an Ruhe zu denken. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das wieder der ist oder ein anderer. Oh, fast! Oh, das ist so schwierig. Oh Mann, wo ist der Speer hin? Da ist er. Okay, ich will heute auf jeden Fall so einen Hirsch jagen hier. Der ist jetzt auch nicht so schnell irgendwie. Ich glaube schon, dass die irgendwie langsamer werden, wenn man die verwundet. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich glaube, wir können genauso schnell laufen wie der. Wir versuchen das jetzt. Komm schon, komm schon. Erwischt! Der war verwundet, also der konnte nicht mehr so schnell laufen. Perfekt. Und den können wir jetzt häuten. Mal gucken, ob wir das Geweih kriegen. Das will ich mir über die Tür hängen. Okay. Leder und Fleisch. 18 Fleisch. Also wenn das gleiche Fleisch ist wie das Hasenfleisch, dann werden wir davon einmal satt, ne? Gehen wir mal zurück. Trinken einen Schluck und braten uns das Fleisch. Ich glaube, 6 Hunger bringt ein Fleisch. Also wir brauchen irgendwie... wie viel? So ungefähr 18 oder was, um satt zu werden. Also ein Hirsch, das ist schon ein bisschen viel einfach. Oh, das Feuer ist weg. Wir müssen neues Feuer craften. Jetzt trinken wir erstmal was. Ganz gemütlich, ne? So, die Musik, muss ich sagen, ist teilweise so ein bisschen schräg. Würde ich mal sagen. Aber wir können auch Wege craften. Okay, das machen wir später. Wo kann man dann so ein Feuer craften? Moment. Gebäude. Fallendekoration. Genau, hier war das Feuer mit drin. Nicht genügend... Oh, wir brauchen Stöcke. Moment. Ich hole mal Stöcke, berate uns den Hirsch. Und ich glaube, dann fangen wir mal an mit so einer Jagdhütte. Wo gibt es denn Stöcke? Ich glaube, da müssen wir wieder zurück in den Wald. Hier habe ich schon alles an Stöcken eingesammelt. Bei uns in der Nähe gibt es nicht mehr viel. So, das Feuer brennt wieder. Ich habe ein paar Baumstämme dabei, deswegen kann ich kaum noch laufen. Die sind ein bisschen schwer. Die brauchen wir aber jetzt, um hier dieses Lagerhaus zu bauen. Materiallager 1 nennt sich das. Und dann gibt es irgendwie noch Nahrungsmittellager. Und jeweils 3 Stufen davon. Wir brauchen jetzt Holzstamm mal 10 und ich habe nur 5. Ach so. Wie sollen wir denn so viele Baumstämme tragen? Das kann ich ja gar nicht. Okay, dann lasse ich die jetzt hier liegen und wir holen andere Baumstämme. Zusätzliche Baumstämme. Und dann muss ich mal gucken, ob ich die überhaupt irgendwie ins Inventar nehmen kann. So viele? 10 Stück? Also ich kann ja kaum 5 tragen. Das ist so ein bisschen ein Problem, ne? Das sind 6. 6 kann ich gerade noch so ein bisschen tragen. Wir können die jetzt nicht weiter hier runterrollen, weil... Gibt es da Stein? Oh, Felsen müssen wir abbauen. Weil hier zu viele Steine liegen. Das ist physikalisch super korrekt. Sobald ein Stein im Weg liegt, bleiben die Baumstämme auch liegen. Das heißt, wir müssen die jetzt bis davor tragen. Oder hier könnten wir sie ein Stück rollen, ne? Machen wir mal hier. Roll-Action. Gucken, ob das funktioniert. Ja, es funktioniert. Okay. Dann müssen wir nicht so weit laufen. Ich glaube, hier liegen noch 2 oder so. 2? So. Mehr habe ich dann auch nicht, aber das sollte dann hoffentlich auch reichen. Und jetzt haben wir halt noch irgendwelche anderen Sachen im Inventar, die ziemlich schwer sind scheinbar. Das Problem ist, allein die ganzen Tools sind eigentlich so schwer, dass das Inventar dann schon ziemlich gefüllt ist. Wir können noch mal schauen, was haben wir denn Schweres? Ein bisschen Stroh? Essen? Essen ist aber nicht so schwer, außer das Fleisch, ne? Essen wir noch 2 Fleisch. Oder 3. So, 4. Ansonsten, die ganzen Tools sind halt so schwer, ne? Also wir haben zum Beispiel die Steinaxt wiegt 2,5 Kilo der Gewichtseinheiten. Die Spitzhacke sogar 3. Und wir haben halt ziemlich viele verschiedene Tools. Ansonsten, ja, noch mehr Tools. Weiß nicht, was wir sonst haben, was so super schwer ist.
eigentlich nichts. Moment, da war gerade noch was. Stöcke. Und die Holzstämme halt. Na gut. Die sind immer noch nicht hier. Gib mal Gas jetzt. Jetzt bauen wir mal dieses Materiallager. Und ich glaube, die Jagdhütte kostet ähnlich viel. Also das wird auch nicht einfacher. So. Ich kann nicht mehr laufen. Wir haben nur 8 Stämme und ich kann nicht mehr laufen. Wie soll das funktionieren? Das ist ein bisschen komisch. Schmeißen wir das auch mal alles raus? Vielleicht ist das so gedacht, dass man das in einem Tag komplett leer macht. Aber selbst dann kann ich mich ja nicht mehr bewegen. Also, ich weiß nicht. Wir nehmen jetzt mal so ein Materiallager. 1. Und versuchen das hier jetzt zu platzieren. Ich kann auch nicht drehen, ne? Schwingen. Was? Das ist die Axt. Ich steck mal die Axt weg. Und dann versuchen wir das nochmal. Gebäude? Lager? So. Können wir das irgendwie mit E drehen? Okay, Q und E. Ich sehe halt nicht so richtig gut, wo ich das dann platziere, aber... Mit dem Mausrad können wir ran und weiter weg. Das braucht alles so ein bisschen Platz. Also man kann die Häuser nicht direkt nebeneinander klatschen. Das ist ja eigentlich auch ganz gut. Wir stellen das jetzt hier auf. Bam! Das passt doch, oder? Super cool. Das wird unser Materiallager. Und es sieht so aus, als hätte er noch ziemlich viel zu tun. Okay, wir brauchen jede Menge Stöcke und Holzstämme dafür. Oh, das wird richtig viel Arbeit. Gut, das werden wir dann mal aufbauen. Hier gibt es auch alles Mögliche irgendwie innen drin, ne? Holzstamm. Oh, das Ding alleine kostet irgendwie 5 Holzstämme. Was auch immer das ist. Irgendwelche Abteilungen gibt es hier? Ich bin super gespannt. Also ich hoffe, da stehen dann richtig viele Kisten drin und wir können da viel unterbringen und so. Dass sich das auch gelohnt hat. Oh je. Gut, da gibt es richtig, richtig viel für mich zu tun. Wie sieht es mit dem Dach aus? Ja, wir brauchen wieder Ried, also Stroh, um das Dach einzudecken. Okay. Ja, dann wissen wir Bescheid. Ich denke, wir brechen mal auf und bauen da hinten direkt eine Jagdhütte. Stellen die auch schon mal hin. Und dann werde ich wahrscheinlich alleine die Häuser aufbauen. Das dauert nämlich super lange. Da brauchen wir mega viele Ressourcen. Die Jagdhütte würde ich jetzt so ein bisschen hier in den Wald stellen. Vielleicht hier auf den kleinen Hügel. Da steht die doch bestimmt schön, oder? Ein Förster wäre auch gut, weil wir brauchen ja so viel Holz. Aber so ein Förster dürfen wir noch nicht... Försterhütte dürfen wir noch nicht bauen. Wie wäre es denn einfach hier so in der Gegend? Hier gefällt es mir eigentlich ziemlich gut. Was brauchen wir denn für so eine... Moment, für so eine Jägerhütte? Jagdhütte 1. 6 Holzstämme. Das ist schon wieder so ein bisschen... realistischer, sage ich mal. Wir können ja diesen kleinen Hügel hier freimachen. Nehmen wir alles, was da drauf wächst, die ganzen Bäume mit. Machen da draus dann die Hütte. Stellen die genau dahin, wo jetzt die Birken standen. Und dann können wir hier im Wald hoffentlich Tiere jagen. Mal schauen. Oh yeah, hier ist das Geweih, was ich mir gewünscht habe. Das hängt da jetzt automatisch an die Jagdhütte. Das ist schon mal gut. Da mussten wir da nicht extra für sorgen. Und... Jetzt ist die Hütte fertig. Bearbeitung abgeschlossen. Gut. Ich habe die gesamte Nacht durchgeschuftet, um diese Hütte hinzustellen. Jetzt müssen wir mal gucken, was die bringt. Werkbank. Oh, Bogen. Langbogen. Recurve-Bogen. Steinpfeil. Holzbolzen. Okay. Den nimmt man für die Armbrust. Aber eine Armbrust kann man doch nicht herstellen. Okay. Blechwand. Was gibt's hier noch so? Salzfass. Da können wir Salzfleisch aus Salz und Fleisch herstellen. Und Fischfilet aus Fisch. Also, gesalzenes Fischfilet aus Fischfilet und Salz. Hm. Salz müssen wir bestimmt irgendwo einkaufen oder irgendwie abbauen oder sowas. Das haben wir noch nicht. Hier haben wir wieder eine Storage. Das ist ziemlich cool. Ich weiß nicht, was wir hier lassen sollen. Vielleicht so ein paar Tools. Zum Beispiel ein Speer. Aber den brauchen wir ja auch zur Verteidigung. Ne? Wir können mal 2, 3 Speere hier lassen, weil ich habe ganz viele Speere gefunden, die hier in der Gegend rumlagen. Von uns offensichtlich. Lass mal den mal hier, der ist irgendwie schwer. Und wie viele haben wir denn eigentlich? Da steht überall 1. Und wir haben ewig viele.
Und die werden irgendwie nach Haltbarkeit sortiert, ne? Das ist super komisch. So, ich denke, einer reicht uns jetzt momentan. Wir wollen eh nicht jagen. Zum Jagen kommen wir hier zur Jagdhütte. Und den Rest nehmen wir mit einem Messer, brauchen wir bestimmt auch für andere Sachen. Dann haben wir jede Menge Fackeln. Wir haben eine richtige und eine einfache. Okay, passt. Die stecken wir wieder weg. Und dann wissen wir jetzt, was die Jagdhütte bringt. Ne? Da gibt es eine Storage drin. Da gibt es irgendwie diesen Tisch zum Bögen herstellen. Da müssen wir dann erst noch die Schemata für kaufen. Und da unten steht das Lagerhaus. Ne? Ihr seht schon, es ist fast fertig. Das ist ja auch mal relativ, das fast fertig. Wir nehmen mal, glaube ich, noch so einen Baum mit. Nehmen wir mal den hier mit. Ich hoffe, die wachsen wieder nach, weil irgendwann gibt es ja halt einfach keine mehr. Wir brauchen so viel Holz. Aber wir werden sehen. Den Stumpf nehmen wir auch mit. Dann kommt die Birke gleich runter. Die machen wir noch klein. Dann bauen wir uns jetzt hier unsere Hütte auf. So. Ja, ich habe sehr viel Durst und sehr viel Hunger die ganze Zeit. Ich habe unglaublich viele Kräuter gefunden. Aber die wichtigsten Kräuter, die kostbarsten, sind ja eigentlich die, die verhindern, dass wir so viel essen müssen. Und die sind super selten. Die Gänseblümchen helfen uns mit dem Wasserverbrauch. Da können wir mal eins essen, haben wir eh genug von. Das Fleisch können wir uns auch mal reinziehen. Dann haben wir noch Haferbrei bekommen. Den können wir auch mal essen. Dann gibt es Johanniskraut gegen Vergiftung. Löwenzahn hilft uns mit dem Ausdauerverbrauch. Das ist auch ziemlich cool, wenn wir weite Strecken laufen müssen zum Beispiel. Und dann gibt es was gegen Vergiftung hier, na, Gesundheit. Alkohol hatte ich auch schon so meine Erfahrung mit. Man kann sich hier auch ganz gut besaufen. Und die Beeren sind super lecker. Also es gibt unterschiedliche Beeren. Da seht ihr jetzt diesen Buff, ne? Links unten. Den blauen Wasserbuff. Da seht ihr auch, wie lange das hält. Also es hält sehr kurz nur. Und diese Beeren hier sind zum Beispiel gut. Die bringen uns Wasser und Nahrung. Die sind also absolut zu empfehlen. Man kann da immer relativ viele von sammeln. Also man bekommt immer 5 auf einmal oder so. Und das lohnt sich dann natürlich auch. Also auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir da an so ein bisschen vorbeikommen. Da habe ich schon ganz ordentlich gesammelt. Die liegen in der Hütte als Notfallration oder sowas in der Art. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Hammer haben wir schon. Hier. Bam. Und bauen das Ding zu Ende. Hier drüben noch. Stöcke. Haben wir ein paar mitgebracht. Also, man braucht schon so ein paar Ressourcen dafür. Uns fehlt noch ein Stamm, ein einzelner. Gibt es denn nicht irgendwo noch so einen alten Stumpf zum Ausgraben? Nee, ne? Dann holen wir uns da drüben noch so eine Fichte. Heieiei. Wie gesagt, ich habe die Nacht durchgemacht. Das dauert schon so ein Weilchen, so ein Haus dahin zu stellen. Man braucht halt vor allem viele Bäume, ne? Bam. Den Stumpf nehmen wir wieder mit. Den Rest nehmen wir auch mit. Die Birken geben leider nur 2 Stämme plus den Stumpf. Die Fichten geben 3. Die sind so ein bisschen kostbarer. Okay. Ab geht's zurück. Wir sind schon wieder überladen. Ja, also wir müssen irgendwie mehr trainieren oder was, dass wir mehr Stämme tragen können. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich muss wirklich oft hin und her laufen, um die ganzen Sachen zu transportieren. Aber jetzt können wir das Ding fertig bauen. Bam! Materiallager. Anschlagtafel. Verwalten. Das ist der hölzerne Innenbereich. Okay. Alles klar. Das sind Materiallager, Flechtwand. Kann man nichts mitmachen. Also, Flechtwand mit Fenster. Ich bin mir noch nicht sicher, was wir hier machen können. Das ist eine Truhe. Und ansonsten ist hier, glaube ich, nichts, ne? Materiallager. Da ist eine Leiter. Da oben können wir auch noch Sachen lagern, möglicherweise. Truhe. Hier können wir wieder Sachen reinpacken. Gut. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall so ein Gebäude stehen und ich denke mal, das werden wir später noch brauchen, ne? Wir rüsten einfach mal so ein bisschen unser kleines Städtchen hier auf. Unser Dörfchen, sage ich jetzt mal. Wir haben 3 Häuser, das zählt schon als Dorf, oder? Was meint ihr? So, die lassen wir mal hier. Stroh habe ich auch ziemlich viel gesammelt. Also ich war echt viel am Sammeln. Wir haben keinen Platz mehr. Okay. Das war die Tür, ne? Die müsste man mal ölen. Ich weiß nicht, ob das bei Holz hilft. Man kann es mal probieren. Super cool. Wieder 2 neue Gebäude stehen. Und so müssen wir jetzt die ganze Zeit weitermachen. Und dann wird da nach und nach wieder was freigeschaltet, denke ich. Jagdhütte?
Und dann müssen wir jetzt rausfinden, wie wir an Coins kommen. Wir brauchen halt dringend mal Coins. Das wäre jetzt ein Holzschuppen. Arbeiter, die hier tätig sind, liefern Holzstämme. Wir brauchen einen Holzfäller. Super cool. Stöcke. Bretter und Brennholz. Okay, das brauchen wir auf jeden Fall. Das müssen wir sofort aufbauen. Das machen wir auch im Wald, oder? Ich weiß nicht, in der Nähe von der Jägerhütte oder hier drüben können wir es auch hinstellen. Das ist auch ein bisschen Wald, ne? Oh, super gut. Das ist genau das, was wir brauchen. Okay. Gut, dann machen wir direkt weiter, stellen das Ding auch auf und dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie Arbeitskräfte rankriegen. Aber ich bin mir nicht sicher, was die alles brauchen. Die essen dann bestimmt auch, ne? Das heißt, wir müssen uns dann auch um die Nahrungsmittelversorgung kümmern. Das wird dann alles ein bisschen komplizierter. Jetzt trinken wir erstmal einen Schluck. Pilsenkraut. Nehmen wir mit. Was ist das? Das sind Zelte. Zelte im Wald. Okay. Ist das ein Jäger- und Holzfäller-Camp? Ist das von uns? Super cool. Brennholz. Oh, eine Eisenaxt. Brennholz? Boah, die muss richtig gut sein. Mal gucken, was die wert ist. Die Kupferaxt ist schon kaputt. Also da bin ich nicht weit mit gekommen. Eisenaxt. 490. Die ist mega kostbar. Okay. Das ist ein kleines Holzfällerlager und das ist witzigerweise direkt neben unserem Holzfällerlager. Stock. Ich finde immer noch Speere in den Wäldern immer mal wieder von unserer Jagd, von unseren Jagdaktivitäten. Und die Sachen bleiben scheinbar ziemlich lange liegen. Das ist super cool. Man findet die dann irgendwann wieder. Was ist das denn? Ah, das ist eine Quelle, oder? Nee, das ist ein Wasserfall. Mega. Das ist schon schön hier, oder? Gefällt mir super gut. Das ist eine echt schöne Ecke. Okay, was ist das? Was da rumliegt? Das ist ein Stein, oder? Ah, ein Stein mit einem Stock. Okay. Es kann auch sein, dass wir irgendwann mal ein totes Reh finden. Die verenden, glaube ich, teilweise nach einiger Zeit, wenn man die anschießt. Die sind ja dann verwundet und bluten so vor sich hin und teilweise sterben die dann irgendwo im Wald und man findet die schwer wieder, glaube ich. Okay. Also das ist ein kleines Holzfäller-Camp. Hier war aber schon länger niemand mehr. Das ist alles ein bisschen eingestürzt. Aber die Axt haben sie für uns liegen gelassen. Und da unten ist unser Holzfäller-Camp. Das ist so eine kleine Hütte. Da kann man dann auch sein Holz zu Feuerholz und Planken verarbeiten. Bretter und Brennholz. Und wir suchen halt echt einen, der das für uns macht. Weil das ist, glaube ich, ziemlich viel Arbeit. Wir brauchen jemanden, der für uns jagt und Holz und so macht. Also wir brauchen langsam so ein paar Dorfbewohner, glaube ich. Oh, ein Hase. Moment. Oh, die quieken immer so. Tut mir leid, aber du bist so lecker. Wir brauchen dich. Heute. So, wir brauchen bestimmt auch das Fell später. Also das macht bestimmt Sinn, wenn wir schön jagen gehen. Oder wir essen halt Beeren. Ne? Das geht auch. Das ist auch nicht allzu aufwendig eigentlich. Das klappt ganz gut. Aber dann kriegen wir kein Fell. Weil die Beeren, die haben kein Fell. Okay, ihr seht, ich habe schon wieder mega Hunger. Ich bin auch die ganze Zeit am Trinken. Aber sonst, wir kommen schon so ein bisschen vorwärts. Ich habe jetzt ein neues Problem. Wir dürfen keine weiteren Gebäude mehr bauen. Da haben wir jetzt irgendwie die Gebäudegrenze überschritten. Wir dürfen maximal 5 Gebäude bauen. Jetzt müssen wir rausfinden, wie wir diese Gebäudegrenze knacken. Was wir da machen müssen. Wir haben ja jetzt 5 von 5 Gebäuden. Und bei Technologie oder so, Holzschuppen, den haben wir schon. Jagdhütte. Nahrungsmittellager wäre gut, ne? Also irgendwo müssen wir jetzt dann freischalten, dass wir mehr Gebäude bauen dürfen. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. 5 von 5. Vielleicht bei Fertigkeiten? Oder ist das hier irgendwo mit drin? Häuser? 2 Häuser haben wir. Oh, die verlieren Zustand. Wir müssen die irgendwann reparieren, ne? Holzschuppen. Da fehlt jemand. Und Jagdhütte fehlt auch jemand. 2?
weiß nicht, was die 2 bedeutet. Aber da kann man jeweils einen einstellen, der sich darum kümmert, denke ich. Das ist alles nicht so einfach. Wir bräuchten auch mal eine Schmiede und sowas. Also ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an, irgendein Zeug zu craften und verkaufen das dann im Dorf, dass wir so an Coins rankommen. Und wenn wir Coins haben, dann können wir uns ja schon mal die ersten Baupläne und so kaufen. Gebäudeverwaltung. Ja, also wir haben dieses Gebäudeverwaltungsmenü, das kennen wir schon. Da steht jetzt erstmal nichts Wichtiges für uns drin. Aber es gibt hier so ein ganz nettes... Ja, hier kann man viel nachlesen auf jeden Fall. Und hier sind dann auch so Baupläne irgendwie mit drin. Das ist auch interessant, aber das ist nur zum Gucken. Das ist nur so Wissen, also Informationen zu dem, was es gibt. Eisenarmbrust, das wäre schon ziemlich gut. 70 Schaden, okay. Wir haben jetzt im Moment so einen Holzspeer. Ist der irgendwo mit hier drin? Dann können wir mal vergleichen. Die Armbrust macht 70 und unser Holzspeer macht 15. Okay. Der Steinspeer ist schon doppelt so gut. Wirklich viel schlauer bin ich jetzt immer noch nicht. Ich glaube, ich mache mir erstmal ein bisschen was, brate mit den Hasen. Und dann gucken wir weiter, weil ich habe schon wieder ziemlich viel Hunger. Verwenden. Achso, ich muss hier wieder R drücken. Mit R kann man alles durchgehend craften praktisch. Das dauert halt auch super lange. Wir haben nur die 2 Stück Fleisch. Wenn man so einen Hirsch gejagt hat, muss man halt danach eine Minute lang Fleisch braten oder 2. Bis das alles fertig ist. Und dann hat man auch erstmal wieder so ein bisschen was zu essen. Ich glaube, ich gehe mal wieder Hirsche jagen. Inventar. Irgendwo hier gebratenes Fleisch. Und bam. Ihr seht, wie viel ich essen muss. Das war noch so ein Gänseblümchen, das ich nicht die ganze Zeit trinken muss. Und dann gehe ich erstmal wieder so ein bisschen jagen, damit wir nicht verhungern, ne? Und dann müssen wir endlich rausfinden, wie das mit diesen Häusern ist. Und wie wir hier eigentlich Einwohner in unser Dorf bekommen. Ich fühle mich so ein bisschen alleine. Wir brauchen, glaube ich, ein bisschen Gesellschaft. Und einen Holzer und einen Jäger für uns. Für unsere beiden Holz- und Jägergebäude. So, ich denke, wir bauen hier jetzt mal eine Hasenfalle. Hier gibt es zwar nur Rehe. Die Hasen sind eigentlich woanders unterwegs. Aber vielleicht kommt ja mal einer vorbei. Und wir können ja jetzt die erste Falle bauen. Die sind irgendwo hier. Möbel, Fallen, Dekoration, Fallen, Hasenfalle. Das ist die einzige, die wir herstellen können. Die bauen wir mal hier so mit dazu. Bam. Okay. Super gut. Ja, also wir haben jetzt eine Hasenfalle. Die ist jetzt auch scharf. Das heißt, wenn ein Hase vorbeikommt, dann wird er da hoffentlich reinhoppeln. Und wir können den dann wieder verspeisen. Den Baumstumpf nehmen wir mal mit, wenn der hier eh noch rumsteht. So. Und ja, ich konnte noch nicht rausfinden, wie das mit der Gebäudeverwaltung ist. Wieso wir nur so wenige bauen dürfen. Ich denke, das wird sich dann ergeben. Wahrscheinlich brauchen wir einfach mehr Einwohner oder sowas in der Art. Oder mehr Ruf oder sowas. Es gibt ja auch noch dieses Verwaltungsfenster. Da steht jetzt drin, wir haben 5 von 5 Gebäuden. Und wir brauchen 89 Holz am Tag. Das ist schon ganz gut. Ich weiß nicht, das kommt wohl durch unsere Bauaktivitäten oder was. Unsere Reputation ist bei 150 und wir müssen Steuern zahlen. Ne? Wir sollen 5 Steuern zahlen. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir irgendwie schon was gezahlt haben. Wir hatten ja 50 Münzen. Ne? Jetzt haben wir 70. Ich habe mal irgendwas verkauft irgendwann. Also keine Ahnung, ob wir schon Steuern gezahlt haben. Das müssen wir bestimmt nur einmal im Jahr, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht genau, wie das ist mit den Jahreszeiten und wie lange das dauert, bis ein Jahr um ist. Wir sind ja, ich glaube, ich bin 18 Jahre alt. Genau, wir sind 18. Also ein Jahr haben wir noch nicht um. Ich glaube, wir sind mit 18 gestartet. Und oben in der Mitte ist so ein Baum. Der war, glaube ich, mal grün, ne? Und dieser Halbkreis ist jetzt fast voll. Möglicherweise starten wir jetzt dann bald in die nächste Season oder was? In den Winter oder was? Herbst? Müssen wir rausfinden. Werden wir sehen. Ich bin gespannt. Es gibt bestimmt 4 Jahreszeiten. Und dann erst ist ein Jahr durch, oder? Aber dann wird es echt lange dauern, bis ein Jahr durch ist. Ich glaube, das geht schneller, wenn man schläft. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Und es gibt ja bei den Betten auch immer die Option, bis zur nächsten Jahreszeit zu schlafen. Also praktisch so einen Winterschlaf zu halten oder sowas in der Art. Das ist genau mein Ding. Das heißt, wir müssen die Winter nie durchstehen, sondern wir schlafen da einfach. Und so einen Elch müssen wir auch irgendwann mal essen. Die sind, glaube ich, auch lecker.
Okay. Ja, also so viel erstmal zu dieser Folge, denke ich. Wir sind lang genug unterwegs gewesen. Wir haben jetzt eine Holzfällerhütte, wir haben so eine Jägerhütte, wir haben so ein Lager aufgebaut und ich glaube, wir sind jetzt startklar für die ersten Dorfbewohner. Weil hier in Medieval Dynasty, da sind wir ja nicht alleine unterwegs, sondern wir bauen uns hier so unser eigenes Dorf auf. Und da brauchen wir natürlich so ein paar Leute, die uns dabei unterstützen, hier weiterzukommen. Zum Beispiel, die uns bei der Holzernte helfen und beim Jagen. Und möglicherweise geht es ja dann auch weiter mit den Gebäuden. Vielleicht dürfen wir dann mehr bauen, mal schauen. Und ich glaube, wir müssen uns auch eine Frau suchen und hier so eine Familie gründen und so. Das wird ziemlich interessant. Ich glaube, das gehört hier alles dazu bei Medieval Dynasty. Man kann aber, glaube ich, nur als Kerl starten, ne? Als Frau kann man, glaube ich, nicht starten. Ja, so war das halt damals im Mittelalter, ne? Na gut, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon wieder eine Falle stehen. Wir sind eigentlich ganz gut versorgt. Ich habe schon wieder mega Hunger, weil ich einfach zu selten esse. Weil man muss die ganze Zeit essen. Ich achte da nicht drauf. Wir essen mal die ganzen Beeren, weil die sind ziemlich schwer. Und dann können wir auch mal so ein bisschen Fleisch noch mit essen. So, hier irgendwo ist Nahrung. Wir haben wieder ein bisschen gebratenen Hirsch. Den können wir auch mal verspeisen. Also ihr seht, wie viel man essen muss. Ich muss jeden Tag irgendwie 1,5 Hirsche essen. Und trinken muss ich auch 3-mal am Tag. Das ist ein bisschen aufwendig. Also gut, dass wir am Fluss gebaut haben, weil selbst hier bin ich ständig am zum Fluss runterrennen, zum Trinken. Also das ist schon ziemlich anstrengend. Ich hoffe, das können wir irgendwie mal so ein bisschen, verringern den Durst oder so. Oder wir müssen immer noch diesen Trinkschlauch mitnehmen. Wir haben ja einen. Ich habe halt so wenig dabei wie möglich, ne? Ich versuche so ein paar Sachen zu Hause zu lassen, die wir nicht brauchen. Eine Holzschale habe ich irgendwo gefunden. Die könnten wir auch mal zu Hause lassen. Die Federn sind zum Glück nicht ganz so schwer. Aber Gewicht ist halt echt ein Problem. Wir können nur 35 tragen. Und die Tools brauchen wir ja. Also die muss ich schon mitnehmen. Wir könnten eine Fackel noch zu Hause lassen. Die Eisenaxt verwenden wir dann eh gleich, weil die andere Axt dann auch gleich schon wieder durch ist. Die Bronzeaxt habe ich schon zerlegt. Wir haben so viele Bäume gefällt. Naja, ihr habt es ja gesehen. Müssen wohl irgendwie 89 Bäume oder so gewesen sein. Okidoki. Dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für diese Folge. Ich bin mega gespannt, wie es dann losgeht mit der Dorfverwaltung, mit den Einwohnern und so weiter. Hier gibt es auch überall diese Anschlagtafeln. Also hier könnte man 2 Arbeiter wohl zuweisen. Einem Haus sind wir auch schon zugewiesen. Ich weiß nicht, wie das genau geht. Es geht wohl auch über diese Tafeln, ne? Aber wenn wir uns die Häuser angucken, einem Haus sind wir jetzt schon zugewiesen. Genau, da sieht man so ein Symbol hier. Und dann sieht man hier auch, da wohnt der Razimir und das sind wir. Namen kann man wohl nicht ändern. Ich bin gespannt, ob wir dann unseren Kindern Namen geben dürfen und so, oder ob das alles Zufall ist. Wir werden sehen. Für heute war es das erstmal aus der Welt von Medieval Dynasty. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Ich würde mich freuen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dann.